Ja, heute geht es eigentlich darum, die Wände weiter aufzubauen. Aber zwischendurch habe ich natürlich auch immer wieder mal Zeit, mit meinen Hunden ein paar kleine Einheiten zu üben. Und heute geht es um Treppenlaufen. Und eher gesagt Leiterlaufen. Und das ist für manche Hunde echt schwierig, ne? Das so einzuschätzen und so mutig zu sein, habe ich so runtergeschickt, weil ich eine falsche Stufe da durch wollte mit dem Kopf. Ja, aber finde ich total schön, dass sie so dran bleibt und das jetzt ja endlich hingekriegt hat. Guckt euch das mal an, voll schön. Und runter geht es eigentlich ganz einfach. Das können meine Hunde, die können über den Rücken springen. Das ist die MA schon sehr gewohnt und das machen die für die richtig gut. So, los geht's. Ja, die Säge haben wir uns gebraucht gekauft und die ist echt so mega, ne? Also man merkt richtig so alte Sägen, wie gut die noch verbaut sind, ne? Ganz stabil und so. Also ja, die hat uns gute Dienste geleistet sozusagen. Also die ist echt mega. Seite. Passt da auf, da muss er nicht. Ja, und meine Omi, die ist so cool, ne? Die pennt einfach egal wo, ne? Tief und fest. Egal wie laut es um sie herum ist, mega. Ich guck, ob das hier ist. Jetzt kommt das Rispenband dran. Das sorgt nochmal für richtige Stabilität. Da kann nichts mehr schief gehen. Das Band ist für 200 über die Autobahn zu fahren. Was? Das Band ist dafür da, damit du 200 über die Autobahn fahren kannst. Das tut sich nichts zu bewegen. 200 km/h, damit du hier mit der Kiste über die Autobahn fahren. Genau. Guck mal, da bist du aber dabei. Ja, aber logisch. Also krass, was man alles an Material braucht und wie viele Schrauben. Ne? Das ist unfassbar. Also das ist echt ganz schön viel. Aber war wieder ein mega gelungener Tag und jetzt merkt man echt, jetzt geht es einfach voran. Jetzt sieht man schon was. So, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!